Das ist jetzt mal wirklich was Spannendes und da würde ich mir jetzt auch mal wirklich so vielleicht die 2, 3 Minuten Zeit für nehmen. Also aus eurer Sicht, wie würde denn nach den beiden Semestern ein ideales Prüfungsformat aussehen, in dem ihr eure im Rahmen dieser Lehrveranstaltung erworbenen Kompetenzen möglichst gut nachweisen könnt? Und ich meine, ich habe jetzt schon irgendwie ein bisschen erzählt, vielleicht, nee, eigentlich habe ich noch nicht allzu viel über die Prüfung gespoilert, aber man hat ja so, wenn man irgendwie an Prüfung denkt, hat man irgendwie sowas im Kopf. Und jetzt vergesst das mal, tätet mal so, wenn ihr geblitzdingst wärt von den Men in Black und ihr könntet euch jetzt ein Prüfungsformat aussuchen, wie würde das aussehen? So, es gibt noch ein, zwei Leute, die noch einen QR-Code scannen und ansonsten sind viele dabei, irgendwas da reinzutippen in meine Umfrage. Und das sollte jetzt die hier sein. Und da klicke ich auch mal auf Present. Und schau mal, was da so Schönes kommt. So, also ich sehe schon mal sowas relativ häufig, Multiple-Choice-Ankreuztests. Ankreuztests in Gruppenarbeit. Okay, so. Also Multiple Choice, ja. Ich würde sagen, ihr stellt euch das so einfach vor. Also, wenn man Multiple Choice wirklich Grundlagen Elektrotechnik prüfen will, dann sind die Fragen, glaube ich, relativ abgefahren. Also in diesen Leistungskontrollen, da wird die eine oder andere Multiple-Choice-Frage drin sein. Schauen wir mal. Mit einem praktischen Teil, das wäre mal spannend, skaliert aber nicht so richtig. Also ich werde es jetzt auch gar nicht alles sofort schlecht reden. Ich kommentiere das jetzt einfach nur so. Praxisanteil. Also dafür haben wir ja so ein bisschen das Laborpraktikum. Kahoot wäre mal total witzig. Da kommen wir nachher noch drauf. So, schriftlicher Vortest mit praktischen Prüfungen. Anhand eines zufälligen Experiments. MCQ ist, glaube ich, auch Multiple-Choice-Quiz. So, mündliche Prüfung. Also ich bin ein sehr, sehr, sehr großer Fan von mündlichen Prüfungen, muss ich an der Stelle sagen. Er ist auch spannend, wie es sofort gegenteilige Meinung gibt. Also mündliche Prüfungen skalieren eben auch nicht so richtig gut. Ne? Also super viele Leute mündlich prüfen, funktioniert nicht so richtig gut. Klausur mit Experiment. Gespräch über den Unterrichtsstoff, Prüfung, einfach 40% kostenlos geben, was Kleines Praktisches. So, Kofferklausur, Praktikum, möchten wir bestehen, keine Ahnung, na gut. Okay, eine Mischung. Das gefällt mir auch gut. Okay, also wir werden das mal meditieren und gucken, wie viel wir davon noch. Also rein prinzipiell, das kann ich jetzt an der Stelle, ich lasse das mal einfach noch da oder ich scroll mal runter, vielleicht kommt ja noch was dazu. Ich habe mal, einfach weil ich es beim letzten Mal zu viel ausgedruckt habe, ihr könnt das ja mal rumgeben, also einfach sich ein Blatt nehmen und rumgeben. Das ist eine Prüfung vom letzten Mal. Jetzt von irgendwie, da war war so ein Nachschreibetermin. Also so sehen so klassische Prüfungsaufgaben aus. Ansonsten Escape, ups, zurück, all answers, hat unser Fachschaftsrat, geh mal auf die Internetseite unseres tollen Fachschaftsrats, fahrerfight.de. Dann hat der Fachschaftsrat auf seiner Internetseite bei unser Angebot Informationen zu einer Altklausurensammlung. Da findet man auch ziemlich viele Klausuren von uns natürlich drin. Manchmal auch mit Lösungen, manchmal stimmen die Lösungen auch, manchmal auch nicht. Also man
ist ganz gut beraten, im Zweifel nochmal nachzurechnen. Und das findet man auf der berühmten fucking Cloud. Das fucking steht für Fakultät für Ingenieurwissenschaft.